Herkunft eben diese Bayern schwach? Man City bereitet Mega-Aktionspreis für Musiala vor. Die ungewisse Zukunft von Jamal Musiala sorgt weiterhin für Diskussionen bei dem FC Bayern. Nachdem als Abschlussberichte kursierten, Bayern hätte seinem Youngster noch kein Vertragsangebot unterbreitet, sind dabei neue Finessen weit verbreitet geworden. Aktuellen Nachrichten zufolge plant Manchester Stadtmitte, eine erste Offerte für Musiala abzugeben. Es ist ein offenes Geheimnis, dass eben diese Bayern-Verantwortlichen alles realisieren werden, aufgrund dessen Jamal Musiala von einem Aufenthaltsort bei dem deutschen Rekordmeister zu überzeugen. Die Münchner wollen den DFB-Youngster auf Dauer an den Zusammenschluss winden und haben dasjenige zigfach publik betont. Doch dasjenige internationale Aufmerksamkeit ist groß. Wie dasjenige Durchgang Team Talk berichtet, hat Manchester Stadtmitte zwar vor, ein erstes Aktionspreis für Musiala abzugeben. Der Premier League Primus plant offenbar, dem FC Bayern ein Aktionspreis von kreisförmig 100 Millionen Euro für Musiala zu unterbreiten. Klar ist, mit Ausblick auf Musialas Marktwert, über Transfermarkt, 130 Millionen Euro, und dessen Vertragslaufzeit, ist eben diese gebotene Betrag der Citizens ein gutes Stück weg von den preislichen Vorstellungen der Bayern. Auch Real Madrid von vorne bis hinten vorn im Gange in dem Rennen, aufgrund dessen Musiala Manchester Stadtmitte gilt aktuell den Top-Siegesanwärter auf eine Aufgabe Musialas, falls dieser nicht ausweiten sollte. Aber sogar Real Madrid drängt auf einen Übertragung des 21-Jährigen. Die Königlichen bet aufgrund der schweren Verletzung von Madrids Offensivspieler Brahim Diaz wurde ein musialer Übertragung dabei denn Priorität für dasjenige nächste Jahr auserkoren. Er soll eine hochkarätige Alternative zu Jude Bellingham darstellen. Musiala wird von Realtrainer Carlo Ancelotti aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit sehr geschätzt. Der Youngster kann sowohl der Nummer 10 nach der Spitze, denn sogar auf den Flügelpositionen eingesetzt werden.